Mein Name ist Robert Matterba, ich bin Leiter des Fachgebiets Testen und Zertifizieren von autonomen Fahrsystemen und zusammen mit meinem Kollegen Benjamin Koller kümmere ich mich darum, dass neue Projekte rund ums autonome Fahren sicher auf die Straße können. Im Kurort Bad Birnbach, in dem bereits der autonom fahrende Bus unterwegs ist, hat TÜV Süd mit Hilfe von 10 Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen das Projekt begleitet über 6 Monate hinweg und hat dabei die Gutachten für die Zulassungsempfehlung erarbeitet, was für alle eine große Herausforderung und Erfahrung war. Die Erkenntnisse, die der TÜV Süd aus dem Projekt in Bad Birnbach gezogen hat, war, dass man tatsächlich Pionierarbeit leisten kann in einem hochtechnisierten Feld. Wir sind wirklich mit der Fahne Richtung Südpol marschiert, haben sie da eingeschlagen und damit jetzt einen Prozess etabliert, an dem sich alle anderen Testfälle in Europa messen lassen müssen. Für die Zukunft gibt es bereits weitere Zulassungsanfragen seitens Herstellern und Betreibern. Es geht in Richtung Flughäfen, Gemeinden, besondere Veranstaltungen. Weiter hinaus nicht nur in Deutschland, sondern auch international in Japan, Korea, China und so weiter. Wir sind hier in diversen Gesprächen und darüber hinaus gibt es bereits jetzt 5 konkretere Projekte. Meiner Meinung nach wird es keinen Zeitpunkt geben, wo man von einem Durchbruch des autonomen Fahrens in Deutschland sprechen kann. Das wird vielmehr eine Evolution aus Systemen raus sein, die es jetzt schon gibt, die Sie im persönlichen Umfeld auch schon kennengelernt haben. Und wenn ich in die Zukunft blicke, dann werden Systeme, dass man sich zum Beispiel von einem autonomen fahrenden Taxi vom Kino abholen lassen kann, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren Realität sein.